Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir zum allerersten Mal Horse Riding Elite. Das ist ein neues Roblox-Spiel mit Pferden und ich bin super gespannt. Oha. Willkommen zu Horse Riding Elite. Reitelite, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Das ist Amber. Sie ist ein Trakehner und das ist ein Familienpferd von mir und meiner Familie. Und wir haben in der Nähe vom Stall gewohnt, soviel ich das jetzt verstehe. Und wir waren oft ausreiten. Okay, ich war nie glücklicher. Oh mein Gott, wenn ich tue, das war süß. Oh. Aber meine Eltern, ihre Farm, die hat wohl ziemlich gestruggelt. Und nachdem wir sie uns nicht mehr leisten konnten, haben wir sie anscheinend verkauft? Was? Wir mussten Amber verkaufen? Oh Gott, und wir konnten, also sowohl Amber als auch ich konnten es absolut nicht ertragen, dass wir uns trennen müssen. Und ich wusste, aus welchen Gründen auch immer, dass das auf jeden Fall nicht passieren wird. Oh Gott, bin ich erschrocken. Alter, das ist mega laut. Okay, ich habe einen Plan geschmiedet. Oh mein Gott. Und in einer Nacht, wo es regnet und stürmt, wie ihr hier seht, habe ich mein Pferd genommen, meine Sachen und wir sind einfach von zu Hause abgehauen. Oh mein Gott, was? Ah, oh, da ist wieder ein Bild von der kleinen süßen Amber. Und ich habe immer davon geträumt, in den Elite Stables in Mexiko zu sein. Da ist anscheinend meine Oma, die Maria, die ist da der Hausmeister oder der Stall... Aufpasser. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie man es nennt. Stallbursche hört sich irgendwie komisch an. Und ich glaube, ich mache mich jetzt auf nach Mexiko. Oh mein Gott, da bin ich! Und ich muss mal ganz kurz das Spiel ein bisschen leiser machen. Es ist extrem laut. Oh mein Gott, da bin ich. Da bin ich in meiner hübschen Maus. Okay, wir... Escape to Mexico by following the beam. Okay, let's go. Jetzt wartet. Wartet. Wie kann ich denn schneller? Wie kann ich schneller? Let's go. Geht schnell. Get faster by pressing the arrows. Wartet. Ah, okay, okay. Schnell, Amber, wir müssen abhauen. Um Gottes Willen, wir müssen abhauen. Wir müssen abhauen. Ansonsten wirst du verkauft. Ich möchte nicht, dass du verkauft wirst. Oh mein Gott. Okay, wir müssen nur aufpassen, dass wir keinen Unfall bauen. Um Gottes Willen, was ist jetzt wieder? Ein paar Sekunden später. Oder sind wir angekommen? Anscheinend sind wir in Mexiko angekommen. Die Amber und die Sandy. Oh mein Gott, guck mal, wie süß mein Pferd ist. Oh mein Gott. Ich bin maximal begeistert. Das sieht richtig gut aus, oder? So, dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal dahinter. Oh, da ist Maria, da ist meine Oma. Okay, meine Oma freut sich mega, mich zu sehen. Click Travel to select your gameplay mode. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was geht denn hier ab? Elite Stables Seattle. Races, Riding Lessons. Oh mein Gott, was gibt's denn da alles? Das ist ja crazy. Lass uns mal ganz kurz hier alles angucken. Wie cool ist das denn hier? Guckt mal. Ist ja mega. Die Koppel ist mega schön. Guck mal, hier kann man auch zumachen. Huch, jetzt hätte ich mich beinahe selber rausgeschmissen. Oh, wir haben einen Apfel gefunden. Wartet. Hier liegt noch ein Apfel, aber den kann ich irgendwie nicht bekommen. Das ist ja cool. Guck mal, hier ist Heu für die kleine Amber Maus. Okay, das heißt, hier können wir wieder raus. Oh Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das war eine knappe Geschichte. Und was können wir hier noch machen? Oh, hier gibt es Zettel und oh mein Gott, hier gibt es Boxen und alles. Ist ja mega schön. Richtig cool. Oh mein Gott, guckt mal. Was für ein schönes Pferd hat sie denn? Wow. So, jetzt wartet mal. Wir müssen aber jetzt nur ganz kurz rausfinden, was wir hier machen müssen, ehrlich gesagt. Jetzt wartet, wir steigen erstmal ab. So, dann ist sie schon mal angebunden. Und dann haben wir jetzt Zeit, uns vielleicht zu kümmern. Jetzt wartet mal. Mein Pferd braucht alles Mögliche.
Ich bin mir gerade aber nicht sicher, wie ich das hinbekomme. Wartet. Hier ist Abfall. Ich brauche unbedingt. Jetzt wartet mal. Wir nehmen. Okay. Warum habe ich mich jetzt in den Schlafsack gelegt? Oh mein Gott, die ist ja auch hübsch. Wartet. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Kann ich mein Pferd nicht irgendwie führen oder so? Geht es nicht? Okay, wir können anscheinend nur reiten und es ist immer so ein ganz kurzes Dingens hier. So, wartet. Wir bringen unser Pferd jetzt in eine Box und gucken, ob wir unser Pferd irgendwie versorgen können. So, wir machen jetzt mal die Boxentür zu, steigen ab und jetzt wartet. Hier ist... Hallo, wie kann ich mein Pferd needs? Ja, ich habe das schon verstanden, dass mein Pferd needs hat, ganz offensichtlich. Ich weiß nur nicht, wie ich mein Pferd füttern kann. Ach Mann, mein armes Pferd. Okay. Amber, wir müssen irgendwie anscheinend irgendwas anderes machen. Okay. Das heißt, also jetzt gerade eben wurde... Ich komme hier nicht raus. Wurde mir gesagt, dass ich hier traveln soll. Your home in Central. The perfect place for roleplay. Ready for a scavenger hunt. Ich weiß aber halt jetzt nicht, wo ich hin muss. Eine Minute, 37 Sekunden später. Egal, Leute. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir gucken jetzt einfach mal hier nochmal weiter rum. Weil ich habe jetzt gerade vorhin ja schon gesehen, dass hier... Oh mein Gott, guck mal diese Riesensprünge an. Wie komme ich denn hier rein? Hier. Das ist ja cool. Wartet, kann ich das schaffen? Ich kann, oh mein Gott, meine Amber ist mega. Wir könnten theoretisch ja auch wahrscheinlich Geld verdienen, indem, dass wir einfach hier ein bisschen Turniere gehen oder so. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt keine Kohle haben. Oh mein Gott, hier ist sogar ein Round Pen. Das ist ja süß. Was ist hier? Da kann ich sitzen. Oh mein Gott, das ist mega süß. Und hier hinten ist nochmal quasi so eine... Ja, es ist keine Halle, es ist quasi ein überdachter Reitplatz, was ziemlich cool ist. Hier können wir Reining üben. Wow, Amber. Okay, das müssen wir noch üben. Also das mit dem Stehenbleiben müssen wir definitiv noch üben. Aber Leute, lasst uns mal hier gucken, weil hier steht nämlich Buy Horses. Wir müssen mal unbedingt gucken, ob wir weitere Pferde kaufen können. Oh mein Gott. Da ist ein Abby. Okay, guck mal, Gems. Wie verdiene ich Gems? Vermutlich muss ich die Story machen, aber ich habe keine Ahnung. Also ich habe vielleicht nicht aufgepasst. Aber das ist ja mega cool. Guckt mal. Es gibt so viele Pferde. Ich wünschte, die würden sich nicht so schnell drehen. Oh mein Gott, der ist süß. Ich möchte den. Oh mein Gott, das Pferd ist auch mega schön. Oh mein Gott, ich möchte sie alle haben. Es ist interessant, dass sie alle Trakehner... Ne, hier sind Akaltek. Okay. Arabian. Oh mein Gott, ich möchte einen Araber. Gibt's auch Quad? Oh, guck mal. Den haben wir gerade eben gesehen. Also gerade vorhin. Mit einer anderen Reiterin. Das ist ja cool. Was haben wir denn noch? Ein Welsh Pony. Clydesdale. Ich würde mir nur wünschen, dass die sich nicht so schnell drehen, wenn man die anguckt. Da wird einem ja ganz schwummelig. Wir haben sogar Friesen. What? Wie viele Pferde haben wir denn hier? Das ist ja mega krass. Okay. Wir haben aber leider keine Quarter oder so. Keine Appys, obwohl ganz viele einfach so eine Appy-Zeichnung haben. Was ich schon auch ziemlich cool finde, ehrlich gesagt. Also ich mag ja gerne Appys, wie ihr wisst. Ich habe ja selber einen Appy. Und das heißt, es freut mich immer, wenn es im Spiel auch Appys gibt. Der ist jetzt zwar ein Araber, aber er sieht ja so ähnlich aus wie ein Appy. Aber egal, Leute. Wir haben absolut keine Kohle. Und wir müssen jetzt unbedingt rausfinden, wie wir unser Pferd füttern können. Denn unser Pferd verhungert gerade. Guckt mal. Wenn ich jetzt Interact drücke, wenn ich direkt vorne am Kopf bin, dann kann ich füttern. Leider Gottes haben wir hier immer so eine kleine... Seht ihr das? Wir haben immer so ein bisschen Fade to Black. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber es hilft ja nichts. Ansonsten finde ich das Spiel echt wunderschön. So, wir müssen das Pferd noch sauber... Gottes Willen. Okay, warum... Was war das denn eigentlich jetzt gerade? Also ich hab gerade versucht, mein Pferd sauber zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob es geklappt hat. Aber ich glaube schon. Jetzt wartet Interact. Wir müssen noch die Hufe auskratzen. Oh, guckt mal. Das machen wir doch eigentlich ganz gut alles. Und jetzt geht's meinem Pferd wieder gut. Yay! Aber ich habe immer noch nichts verdient. Oh nein! Jetzt wartet, wir probieren nochmal mit... Okay. Please wait 10 seconds. Warum muss ich jetzt 10 Sekunden warten, dass ich hier woanders hingehen kann? Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Egal.
Wir versuchen jetzt... Oh, hier, warte, 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 hier ist wieder ein Apfel. Apfel? Yes! Okay, den brauchen wir ganz offensichtlich, weil aus irgendwelchen nicht erklärlichen Gründen... Upsi! Aus nicht erklärlichen Gründen kann ich ja ganz offensichtlich... Jetzt hat die das Tor wieder zugemacht, jetzt habe ich es gerade aufgemacht, was ist denn das? Kann ich kein Heu füttern, ich weiß aber nicht warum. Spielt jemand von euch dieses Spiel auch? Dann schreibt mir doch gerne Tipps und Tricks in die Kommentare. Guck mal, ich kann sogar das Tor zumachen. Wie cool ist das denn? Yay, Riding Lessons. Okay, ich habe mich jetzt ein bisschen eingelesen und so wie es aussieht, kann ich Reitstunden nehmen und auch alle möglichen Turniere gehen, um Gems zu verdienen. Und wir wollen uns ja ein zweites Pferd kaufen, weil ein Pferd ist gut, zwei Pferde sind besser. Und das heißt, wir nehmen jetzt Reitstunden. Oh Gott. Okay, was muss ich denn jetzt machen? Hilfe! Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss! Wartet? Muss ich jetzt... Wie kann ich denn schneller gehen? Hilfe! Okay. Also ich habe es nicht richtig gemacht und habe trotzdem 35 Gems bekommen. Cool. Okay. Level 2. Level 2. Ich weiß nicht, ob ich mich genauso dämlich jetzt anstelle wie gerade. Wartet, C? C? Hä? Ich check nicht, was ich machen soll. Er sagt C, aber wenn ich C drücke, dann ist es falsch. Hä? Okay, ich verstehe es nicht. Ein paar Sekunden später. Ah, ich muss da drauf drücken. Oh mein Gott, ich muss quasi nicht C auf dem Keyboard drücken, sondern ich muss quasi hier auf das C drücken. Okay, das ist ziemlich kompliziert gemacht, ehrlich gesagt. Aber wir haben 60 Gems bekommen. Nächste Reitstunde. So, wir müssen wieder C drücken. Warum müssen wir eigentlich immer C drücken? Es ist ziemlich komisch. Und warum... Oh Gott, jetzt muss ich B drücken. Hab ich gesagt und hab's falsch gemacht. Oh mein Gott, okay, es ist ziemlich... Ich muss es wirklich sagen, es ist ziemlich kompliziert. Okay, ich möchte... Können wir vielleicht ein bisschen schneller gehen? Ist es nicht möglich? Hallo, Entschuldigung. Es war nicht möglich. Ich habe trotzdem Gems bekommen. Alle guten Dinge sind... vier? Nee, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Mein Pferd, jetzt habe ich was Falsches gedrückt. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Nein, ich möchte... Ich hätte, glaube ich, springen müssen, ne? Hätte ich springen müssen und C. Jetzt wird es aber kompliziert. Wartet, wir probieren es aus. Yes, okay. Okay, okay, okay. Das heißt, wir müssen springen und gleichzeitig C drücken. Das ist ziemlich spannend. Oh mein Gott. Okay, es ist... Ich kann mir vorstellen, dass es auf dem iPad einfacher ist. Aber... Ich bin gerade nicht auf dem iPad. Leute, ich habe gerade rausgefunden, man kann auch in First Person das Ganze machen. Oh mein Gott, ist das... Das ist ja noch... Oh mein Gott, das ist ja noch schwerer. Oh mein Gott. Um Gottes Willen, das ist ja noch viel schwieriger. Aber wir haben ein Level abgeschafft. Und dann kann man hier sogar noch ausreiten. Also ich bin jetzt hier gerade im Ausreitgelände, was ziemlich cool ist, Leute. Guckt mal, wie groß diese Map eigentlich ist. Ich habe keine Ahnung, was wir noch alles machen können. Ich habe zumindest jetzt rausgefunden, wie ich Gems bekommen kann. Amber ist aber jetzt schon wieder ziemlich hungrig. Das heißt, ich muss sie jetzt noch versorgen. Und glaube ich, gucke ich mir noch hier ein bisschen das ganze Gelände an. Aber bis jetzt gefällt mir das Spiel ziemlich gut. Schreibt mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wollt ihr eine weitere Folge sehen? Oder hat euch das Spiel nicht so gut gefallen? Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!